Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Penumbra, Twilight of the Arctic, in 93 Stufe. Ich gebe zu, ich habe nachgeschaut, ich hatte nämlich eine blöde Vermutung und ja, ich brauche den Schädel für das Rätsel. Das heißt, ich muss jetzt erstmal raus, zurück zum Hauptmenü, bitte wirklich zurück, ja, und muss fortfahren machen. Oh je, von wo habe ich gespeichert? Kann ich irgendwie Spiel laden? Der Hauptkern der Station. Albtraum. Draußen. Also. Gut, ich hoffe mal, dass mich das zu einem Punkt Spielstand laden. Warnung. Ja, bitte, danke. Ich darf also den Schädel nicht verlieren. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe es mir gedacht. Weil so ein Schädel, den bekommt nicht einfach so. Da muss man was Besonderes sein. Henker zum Beispiel. Okay, ich bin hier. Ah, genau, genau, okay. Gut, das ist prima. Ich weiß ja, wie das hier funktioniert. Okay, wir müssen erstmal hier den... So, nimmst du diesen Milchkarton zu deinem deinem anvertrauten Eheweib? Ja, okay, bitteschön, danke. Check den jetzt. Moment, wir trinken schon. Kann ich dich auch jetzt nehmen? Oder muss die einfach nur kaputt sein? Ich hoffe, die muss einfach nur kaputt sein. Ansonsten habe ich wieder ein Problem. Okay, die Flasche muss einfach nur kaputt sein. Okay, Vorsicht! Hüp. Oh Gott! Das sieht ja schön aus als bei mir! Gucken wir es nochmal an für die Info. Juhu, eklig. Ich habe ein kleines schlammige Zunge. Ich kann eine Nase erkennen. Okay. Soll mich das an irgendwas erinnern? Keine Ahnung. Hey, was? What? Ich dachte, ich hätte da was in dem Schatten gesehen. Recht, aber echt. Sind das Taschen? Sind das Personen in echten Taschen? Ja, ja, ja. Ich höre den Herzschlag. Ich vermute, das ist vielleicht sogar der Infizierte, der uns dann willkommen heißt. Wobei ich jetzt nicht von einem anderen, obwohl ich jetzt keinen anderen kenne. Ah, oder bekommen wir einen kurzen Begleiter, von dem ich gar nichts wusste, oder? So. Okay. Soweit, so gut. Nun muss ich mir erstmal wieder meinen... Servus! Nun muss ich mir erstmal wieder meinen Schädel holen. Und das machen wir mit Limbo. Servus. Aha. Und Limbo zurück. Hey, Finger weg, das ist mein Schädel. Das ist mein Schädel. Hol doch euren eigenen. Gut, keine Ahnung, was ich jetzt damit soll. Vielleicht was beim Feuer. Soll ich dir eine gute Idee geben? Bitteschön. Helles Köpfchen, was? Was ist... Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass dass sich das Kopf und Kragen kosten wird. So. Dann habe ich keine Ahnung, was weiter. Nochmal Limo zurück. Autsch. Genau in die Ohren gesteckt. Sind hier vielleicht noch mehr Schädel? Ist irgendwo jetzt noch ein Schädel rausgekommen, den ich den Flammen opfern muss? Wer weiß. Da ein Schädel? Da ein Schädel? Dich habe ich schon geleckt. Oh. Der ist wieder da. Moment, dann drücke ich nochmal. Oh. Jetzt hat man es richtig gesehen. Keine Ahnung, was beim ersten Mal war. Der hat sich verdünnisiert, hat Angst bekommen. Ja, ich würde es verstehen. Wenn mein Kopf zerdrückt werden würde, hätte ich auch Angst. Schmeckt nach Blut. Keine Ahnung, was das ist. Woher weißt du, wie Blut schmeckt? Ich habe diese Leiche schon vorher mal gesehen. Ja, das ist ein Albtraum. Du siehst das, du verarbeitest all das, was du vorgesehen hast. Oh je. Das ist der Röchler. Und dreh, dreh, dreh. Ach, das Drehen in den Spielen. Das hat jetzt aber gedauert. Hinten schließt sich. Und nun? Oh ne, jetzt steigt das Wasser, hä? Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wieder zurück, wieder zurück. Äh, äh,
Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann so lange nicht die Luft anhalten. Was soll ich tun? Ist das mein Ende? Soll das passieren? Ich glaube, das sollte passieren. Was zum... Nö. Nicht Crash. Bitte nicht. Was war das für eine Welt? Meine Hände zitterten. Und ich badete in meinem eigenen Schweiß. Ich muss davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich auch infiziert bin. Und später auch eine von diesen Kreaturen werde. Bitte nicht, nein. Ach nö. Squashed, no. Hoffentlich ist es nur ein Fehler. Oh je. Oh je, Mini. Oh je. Jetzt hätte ich es geschafft, am Anfang einer neuen Folge und dann, nein, nicht sowas. Ach komm schon, ich blüht. Spyro Production 1, 2, 3, lass. Okay, da sehen wir es wieder. Okay, fortfahren. Lange Spiel. Sollte ich einfach vorfahren drücken? Ich mache einfach mal fortfahren. Boop. Dann werde ich wahrscheinlich dort geladen, wo ich noch vor dem Ochsenfrosch weghauen muss, aber... Ach, warum jetzt ein Game Crash? Bitte, warum nach der Stelle? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht angehen. Nee, ich drücke nichts. No. Okay, ich drücke einmal. Oh, ich bin doch hier. Das ist ja prima. Schön, danke. Danke, dass du hier wieder mich lädst. Okay. Probieren wir das Ganze noch einmal. Und ich hoffe diesmal ohne Crash. Ansonsten wird es eine sehr kurze Folge. Und dann muss ich nämlich wieder den lieben Spyro, ja, nach Rat fragen, was man hier tun soll. Kommt es mir nur so vor, dass hier sind hier auf einmal die Effekte weg. Ja, du kannst ja nicht mehr ertrinken, mein Freund. Okay. Gehen wir nochmal ersaufen. Hat ja so viel Spaß gemacht beim ersten Mal. Dreh, das war la. Okay. Gebt mir das heilige Wasser. Okay. Mal sehen, wie lange ich die Luft anhalten kann. Okay. Okay, ich bin bereit. Wenn der mich anschauen würde, das wäre unheimlich. Okay. Kein Crash? Ich bin erfreut. Keine Ahnung, warum mir da ein Crash war. Ich bin froh, dass es nicht die ganze Zeit auftretet. The fresh loading song, which isn't very long. Joe Walls is my name. Back to the game, please. Danke. Der Kerl lass mich hier mit den Werbeangeboten in Ruhe, ja? Ich gehe gerne bei Ikea essen, aber sonst bräuchte er nicht eigentlich viel. Ich bin zufrieden mit meiner Einrichtung. Die ist doch schön. Wo bin ich? Ich hab einen Leuchtstab. Mir geht's gut. Okay. So, wenn ich jetzt eine Stimme höre, dann weiß ich, hey, you, Clemens. Oder wer auch immer. Zumindest... Ach, jetzt bin ich hier! Oder... Hä? Kommt mir bekannt vor, ob es das ist, was ich denke? Kann es nicht öffnen. Das Schloss scheint eingefroren zu sein. Ach ja, wir sind... Das müsste die Stelle sein, wo wir später... Ach, jemini. Pfotenabdrücke. Die Treppe runter. Ich wollte gerne fangen den Stein mit ihnen spielen, aber das klappt wohl nicht. Könnte das der Gang sein? Kommt mir bekannt vor oder nicht? Kannen überall. Can you? Oh. Warme Jacke. Ein Schlüssel. Oh no. Come to me. Schlüssel.
Schön. Nice. Also Adrenalin auch noch. So viele schöne Sachen. Also eine warme Jacke. Das heißt, ich kann rausgehen. Das ist ja prima. Und einmal speichern. Blablabla. Ach, zum Glück. Es hat mich gerade erschrocken. Die Tür ist direkt vor mir. So nah. Aber ich kann nicht hinein. Ich würde auch nicht in die Tür rein wollen. Ich möchte durch die Tür durchgehen. Mit dem Kopf durch die Wand. Okay, was ist das für ein Zettel? Ich empfange ein Signal. Es kommt von dem Nachforschungslabor, welches nur ein paar Meter von hier entfernt ist. Die Senderin der Nachricht, Amabel Swanson, yes, hat ein Gegenmittel gefunden. Aber sie kann es nicht alleine herstellen. Alle Türen im Labor wurden verschlossen. Sie können entweder per Terminal oder Schlüsselkarte geöffnet werden. Philipp! Der haben wir doch geholfen. Oder? Nicht hängen. Nein! Irgendwo muss es einen Ausgang zur Oberfläche geben. Vielleicht kann ich auf einer Art Transferplattform zum Labor gelangen. Ich sollte dort so schnell wie möglich erscheinen. Ah ja. Okay, ich hab gelesen. Ich mach doch raus. Hallo? Hallo? Totaler Frames-Einsturz. Don't drop the frame. Alter Falter. Ja, tu es jetzt. Tu es wohl weg. Danke. Ich habe eine Notiz. To-Do-List. Ein Impfstoff? Ich muss schnell zum Labor. Gott weiß, wie lange ich noch habe, bis der Virus meinen Verstand übernimmt. Als hätte jemand nicht schon deinen Verstand übernommen. Hallo, Zuckerpüppchen. Okay, ich habe eine warme Jacke, aber wir können nicht... Achso, natürlich. Der war vorher nicht da gewesen. Ach du Scheiße. Wie kommt die verstümmelte Leiche eines Hundes hierher? Ich würde mal behaupten, auf allen Vieren. Gut, ich hab... Achso, der Schlüssel ist für die Tür draußen. Wer spielt hier wieder mit meinem Verstand, hä? Muss ich rennen? Ich muss rennen, oder? Tyrannimo! Okay, auf der Treppe hüpfen ist nicht so gut. Das bedeutet aber... Ein bisschen zerrissen, aber sorry. Nee. Ja, ich dachte vielleicht anziehen? Geht nicht. Nein, nicht ganz richtig. Was? Hierfür nicht? Moment, da hinten war noch eine Tür. Hoffentlich begegnen wir jetzt nicht den Hunden. Na, obwohl mir die Hunden vielleicht noch lieber wären als die Spinnen. Spinnen! Die Spinnen, die Spinnen. Wo bin ich hier? Ist es noch der gleiche Gang? Ich bin hier, okay. Hier vielleicht? Nein, nicht ganz richtig. Alter, die Frame Drops. Okay. Ich glaube, ich muss doch gleich wieder eine Aufnahmepause machen, weil wenn die Frames so droppen, dann kann ich ja gar nichts machen. Und schon seid ihr wieder da. Ihr habt mich schon gehört, hä? Nee, du sollst schon weiterspielen. Hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich. Ich habe einen Schlüssel. Ein unmarkierter Schlüssel. Also da hat kein Hund drauf gepinkelt. Das ist gut. Noch ganz frisch und saftig. Ach so. Ist der Schlüssel... brauche ich vielleicht... Ich glaube, die Leiche des Hundes verätzt nicht nur das Fleisch. Das macht auch keinen Sinn. Nimm den Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Ich habe 60, ja. Bitte? Nicht ganz richtig. Das ist die Sache. Vorräte, damit könnte man mindestens ein paar Monate überleben. Ich habe einen Schlüssel. Aber wo ist das Schloss dazu? Ich hätte gedacht, die Tür da oben, aber... Weichen. Ah, lass mich raten. Ich muss genau aufs Schlüsselloch. Genau aufs Schlüsselloch. Nicht ganz richtig? Ja, was? Was willst du für ein Spiel? Ich weiß, wie man einen Schlüssel verwendet. Ich kann den sogar bewegen. Was mir das bringt? Keine Ahnung. Ist das irgendwie... Keine Ahnung, für was ich das hier bewegen kann. Hm.
Scheint eingefroren zu sein. Hm. Jetzt sagt nicht, ich muss zurückreisen. Das kann nicht sein. Geht ja auch gar nicht, der Schalter ist kaputt. Okay. Denken wir nochmal stark nach. Ich habe einen Schlüssel. Aber mir fehlt ein Schloss. Hm. Hat mir gefühlt. War ich hier? Ach, hier war ich noch gar nicht. Aha. Die habe ich im Schatten gar nicht gemerkt. Hallo. Putschi, putschi, putschi. Putschi, putschi, putschi. Putschi. Ach, das ist der Ausgang. Hey ho, hey ho. Wir singen und sind froh. Lalalalalalalala. Hey ho, hey ho. Hallo. Mann, ist das düster. Das ist der General aus Requiem. Ich erkenne ihn wieder. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Oh, hier habe ich schlechte Erinnerungen mit dem Spiel. Die Rätsel waren so verdammt schwer. Genau, hier geht's hoch. Na gut, wenn wir im Requiem-Abschnitt sind, dann dürfen ja gar keine Monster sein, oder? Ich sehe überhaupt nichts. Badu, 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 badu. Muss ich da hoch? No, muss ich. Ich kann hier einfach hochspringen. Das ist ja fein. Abgeschossen. Gut, dann gehe ich halt durch die offene Tür. Aha, da muss ich was betätigen. Naja. Irgendein komischer Mechanismus blockiert den Weg. Ich muss versuchen, ihn zu entfernen. Oder zu aktivieren. Hm. Badabum, 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 bum, 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 badabum, bum, bum. Ich soll... Nee, ich kann es leider nicht zumachen. Ansonsten hier auf einmal... Upsala! Genickbruch, Retard. Bewegt dich nicht. Wie spät... Ja, und wie soll ich von hier aus wieder einen Mechanismus entfernen, wenn ich den Raum nicht verlassen kann? Hä? Was ist das? Wie soll das denn bitte gehen, hä? Wie soll das denn bitte... Nee, das ist ja ein Transport. Also. Hm, ja. Ist das. Kann ich da. Ich will da hoch, danke. Hey, bleib hier bei mir, mein Zylinder. Immer noch zu. Na gut, dann bleibst du halt fest verschlossen. Ich bin sehr verdrossen, die Tür ist fest verschlossen. Can you do it? No, you can. Da kann ich mich doch. Ich kann mich doch da durchquatschen. Ihr das ist. Ach, natürlich, dafür kann ich nach unten gehen. Ich muss unten den Generator wahrscheinlich aktivieren, damit der Mechanismus wieder aktiv wird. Das ist aber runterklettern. Ich kann jetzt sowieso nicht aufhören. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ach, die Geräusche schon wieder. Diesmal weiß ich ja, ist alles in Ordnung. Schäcke, schäcke, schäcke. Schäcke, schäcke, schäcke. So. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das hier funktioniert. Das war irgendwie ein Ofen, oder? Ach, hier geht's auch noch lang. Das ist ja fein. Ah ne, von hier bin ich gekommen. War das die gleiche Klappe? Ich kann es nicht aufmachen. War das die Klappe, durch die ich gekommen bin, oder? Ach, hier kann ich auch durch. Brrr, das ist kalt. Da stellen die ja gleich Zelte in oder meiner Bluse auf. Ah, nee, halt, stopp, ich bin ja... Ah, verstehe, durch meine Jacke. Erfriere ich nicht. Das ist ja praktisch. Das, schaut euch das an. Ich bin sicher, ich bin froh, wieder im Obsmarverstoh. Hutschup, hutschup. Moment, ich sollte da mal nachschauen, was da ist. All die Sekunden. Hutschup. Ach so, das ist das Tor, was zugefroren ist. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube hier, das ist eine Hundehütte. Öffnet sich nicht, also... Hier ist eine Hundehütte. Au, au, au. Ich höre die Hunde schon. Freeze Hounds! Also. Oh, ich habe eine unsichtbare Hand. Ich bin halt immer noch ein Vampir. Beweg dich nicht. Beweg dich wohl. Es wackelt, das siehst du doch. Es ist schön hier zu laufen, ohne dass man Erfrierungsängste hat. Und bitte rein mit mir. Dankeschön.
Bin ich jetzt wo? Ich bin einmal im Kreis gelaufen, oder? Jovo ist ja auch das hellste Licht im Kronleuchter. Einmal im Kreis laufen, ohne es zu bemerken. Es hat ein kleines Gebiet. Ja. Okay, dann schaue ich mal, wo es hier lang geht. Hä, was? Moment, halt, stopp. Ich bin doch von da gekommen, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, hier war ich noch nicht. Was ist... Das ist die zugefrorene Tür. Ach, jetzt hatte ich... jetzt war ich schwach gewesen. Jetzt hätte ich Adrenalin gebraucht. Ah, ja, verstehe. Man kann also doch... bitte, Tür zu. Es zieht. Was brauche ich hier genau? Ich brauche, ich könnte ein Rohr verlegen. Ich könnte auch mit einer Kiste auf den Kopf hauen. Passt mal auf. Geh durch mich durch. Oder ich nehme ein Ventil. Ich habe ein Ventil. Und nun sind die Hunde los. Schnapp durch dieses Ventil! Wofür brauche ich ein Ventil? Ach, natürlich für den. Unten für das Gerät. Hör ich da was? Ich höre was. Ich höre Geräusche, die mir nicht gefallen. Oh Jesus! Oh Jesus! Ich dachte es mir da. What the hell? Na super. Na super, die Infizierten haben gelernt, wie man Hunde dressiert. Das ist nicht gut! Das ist ganz und gar nicht gut! Verdammt nochmal. Der infizierte Hund, der beste Freund jedes Infizierten. Und jetzt ist die Klappe wieder offen. Ich bin weg. See you later. Ich sehe überhaupt nichts. Ah nee, warte. Von hier aus bin ich ja hochgekommen. Hier will ich bleiben. Aber ich könnte speichern. Naja. Egal wie schlau sie sind. Sie wissen nicht, wie man Türen verwendet. Dies ist mein Vorteil. Ja, jetzt lass die Musik sein. Ich bin ihnen schon entkommen. Ich habe jetzt ein Ventil. Meine guten Ohren haben natürlich die Gefahr gehorcht, gehört. Und erkannt. Und da wussten meine Beine, hey, oh, jetzt geht's los. Gut, ich habe ein Ventil. Ein Ventil. Ein Ventil. Ein Ventil für meinen Stress? Ein Ventil für meine Angst? Kann die Musik jetzt bitte mal aufhören? Was steht da? Ein rostiges Ventil. Ich glaube, ich weiß, wo ich das verwenden kann. Oh, bitte. Ach, du weißt es. Ach, du weißt es. Dann sag's mir bitte. Sag's mir bitte. Bitte sag nicht, ich muss wieder ins Kalte hinein. Darauf habe ich gerade keine Lust. Das kann mich schön am verlängerten Rücken das rausgehen. Brennofen. Nichts passiert. Naja, der Bongo-Spieler muss auch irgendwie hier sein Geld verdienen für seine täglichen Brot. Für sein täglich Brot. Was? Ablaufkontrolle für Dampfablassung. Ah ja. Passiert nichts. Also hier muss irgendwo das Ventil hin. Nur, was lasse ich damit ab? Jetzt habe ich... habe ich versteiften Nacken. Also die Musik kann sich jetzt auch mal wieder beruhigen. Aha, vielleicht hier. Ach, hier auf jeden Wind hier. So, so. Bitteschön. Ah. Ich höre was. Nichts passiert. Jetzt hat die Musik aufgehört, das ist gut. Vielleicht andere Richtung. Aha. Ah, so, verstehe. Ich wieder mit meinem... Halt verdammt nochmal die Fresse.
Rechts rum, hä? Baboom! Ist das gut? Ich höre was, glaube ich. Ich glaube, ich höre was. Irgendwo so ein. Oder bin ich das? Ich glaube, ich höre was. Und ich spitze mir ein. Hä? Lässt du mich wohl hoch? Nein. Also, ich hab ein Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich hab die Ventile hin, ich hab gedreht. Ja, ich weiß, wahrscheinlich muss erst was in den Brennofen rein, damit da sich Dampf aufbauen kann. Und dann ablassen kann. Na, was soll ich bitte nehmen? Ich kann hier nichts Explosives nehmen, das geht doch nicht. Dampfablassung, ja. Ich will auch Dampf ablassen. Nur wie mache ich das? Ich habe hier kein Holz. Ich kann mir auch nicht. Was soll ich? Ich kann doch hier nicht die Kanister nehmen, oder? Außerdem, halt, stopp, stimmt ja. Halt, stopp, hab ich das einfach reingelegt? Tatsache, ich hab's einfach reingelegt. Ach, ich muss da doch was reintun, okay. Jetzt ist da was drin. So, kann ich da noch mehr reintun oder ist das für den anderen? Rein mit dir. So, okay. Au. Dann brauche ich eine Pause. Also, okay. Die sind also doch nicht ohne Grund da. So, alle guten Dinge sind drei, würde ich mal behaupten, oder? Ach so. Hey, nein! Guten Tag, die kann. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu viel Limbo gemacht. Hilfe. Darf ich bitte wieder raus? Ich habe ein bisschen Blasangst. Ja, wir haben mal typisch Jovo. Der klitscht sich hin. Die Tür hat mich zugedrückt. Was kann ich denn dafür? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Verdammt nochmal. Ah, komm hier. Ja. Muss ich jetzt so den Part beenden? Eingequetscht im Kerker. Mit dem Kann. Jetzt weiß ich, wie sich die Hexe bei Hänsel und Gretel gefühlt hat. Jetzt lass mich. Jetzt stehe ich hier. Ich hab mich reingeklitscht. Ich klitsch mich auch wieder raus. Pass mal auf. Verdammte Kiste. Oh, bitte Limbo Time. Ich hab mich schon mal verklitscht und ich bin auch wieder rausgekommen. Jetzt bitte. Lecker mio. Ich will nicht hier drin sein, wenn ich brenne. Das ist Wahnsinn. Warum steckst du mich in den Ofen? Ofen. Steck mich in den Bau, das macht mir nichts aus. Ist gelogen. Ich hoffe, ich werde dort wieder geladen. Ladespiel. Draußen. Das war vor 8 Minuten. Ich will nicht draußen sein. Aber ich muss, weil sonst kann ich nicht zurück und das Spiel beenden. Ich meine, also speichern und beenden. Verdammte Kiste. Wie ist es jetzt genau passiert? Ich habe mich zwischen Ofen und Gitter gestellt und das Gitter dachte sich, oh, ich pack dich auch gleich rein. Du bist auch so eine leere Dose. Na, dankeschön. Jetzt nehme ich gleich das Adrenalin. Geronimo! Der Effekt ist normal, oder? Hep! Hep! Ha! Du kannst mich sonst mal... Hunge! Hunge! Pa! Ihr könnt mich alle mal... lieb haben. Nun gut. Alles klar, ich weiß jetzt, wie es funktioniert.
Scheiße. Ich spiele doch noch ein bisschen weiter. So, einmal hier. Da machen wir schon die Kappe auf und dann stecken wir ein paar Kannen rein. Aber diesmal. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Also. Diesmal nicht dazwischen reinstellen. Das ist ganz schlecht. Einmal. Okay, ich hantiere lieber vorsichtig. Nimm dies. Am besten einfach reinschmeißen. Moment, halt, stopp. Ach, das ist Holz. Ich dachte, das wäre ein verdammter Kanister. Das ist ein Holzblock. Weil ich meine, wenn der das... Hört euch das an. Ja gut, doch, okay, da hört sich Holzland an. Ich habe mich von meinen Augen täuschen lassen. Okay, vorsichtig. Wer ist das da? Ich will nicht wieder reingequetscht werden. Das will ich ganz und gar nicht. Hä? Das war ein perfekter Wurf hier. Babutschki. Okay, Frames, jetzt beruhigt euch mal. So. Einmal. Ignition. Burn, baby, burn. This can't find you. Ein Rohr verlegen. Nee, nee, nee. Ich zeig dir mal mein Holzstück. Ja, Bongo-Spieler, hier hast du ein Trinkgeld. Ich habe mich gerade echt vor dem Teil hier erschreckt. Gerade eben durch das sah es aus, als würde mir da gerade was entgegenkommen wollen. Kuscheln! Bitte, 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 Frames, was ist los? Ich trage hier Holz. Ach, meine, ich entschuldige mich für die dreckigen Witze. Geht's jetzt wieder? Ah ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön, freut mich. Und einmal. Okay, wo war das andere Holz gewesen? Im nächsten Raum, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das da oben gewesen? Ich glaube, das war oben gewesen. Okay, ich denke... Burn. You should be burning in hell. Ich vermute, dass oben noch ein paar Holzteile sind. Die ich einfach hier runterschmeißen muss. Ich glaube, war das Rätsel genauso bei Requiem? Okay, der Bongo-Spieler kann sich auch mal wieder beruhigen. Mir dröhnt gerade der Schädel. Schäge, schäge, schäge. Wo ist Holz? Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Oder muss... Nee, es kann nicht sein, dass ich nur für 3 Stück Holz brauche. Hä? Es muss... Ach nee, stimmt, da oben hatte ich ein Holzstück genommen. Hey du, ich habe einen Job für dich. So, komm mal mit. Du darfst für mich brennen. Yippie, yippie. So, dann fehlt mir... Wie viel Holz? 1, 2? Ist da noch was? Ist da noch was? Oder muss bei dem Eimer einfach nur ein bisschen Holz drin sein? Oder ist unten doch noch was versteckt? Autsch. Ich lebe noch. Es schmerzt, aber ich lebe. Gut, da haben wir den zweiten. Wo ist nochmal der Eingang? Achso, da. 2. Das geht aber besser. Pass mal auf hier. Wie ein Torpedo. Yes! Und hier war der dritte gewesen. Gut. Echt, jetzt blühe ich auf mit meinen Rätselkünsten. Mit meinen Rätsellösereien und... Diesmal nicht. So, Ignition. And now to fulfill the deed. You let the steam off. Und zwar einmal. Also, stehen die irgendwie vor der Tür und warten, bis ich hier rauskomme? Könnt ihr vergessen. Ich habe alles da draußen, was ich wollte. Also jetzt nervt es nur noch. Und Babutschki. Jetzt hat die Musik aufgehört, hä? So, ich hoffe mal, dass da hinten dran eine Speicherbox ist. Dann würde ich nämlich da gerne den Part beenden. Und hab. Aha. Oh je, das ist die Sache.
oben. Muss ich jetzt da durchspringen? Das sieht für mich nicht schön aus. Geronimo! Eieiei! Ich bin durch! Uli! Raus, 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 raus! Oh je. Was zum? Bewegt sich nicht. Okay, dann halt hier lang. Oh, na super, ich bin wieder draußen. Will ich hier draußen sein? Lieber auf die Kisten retten. Wieso hast du Angst? Oh nein, du hast gleich wieder einen Anfall. Okay. Oh. Das ist da, wo man Annabelle erschlagen hätte. Wow, wie sich das jetzt verbindet. Oh je. Was passiert jetzt? Oh je. Oh je. Ich bin schwindelig. Mach die Tür zu. Steht. Wer ist das? Ich würde mal behaupten, dieser Tod von Eleanor war jetzt geskriptet. Den hätte ich nicht verhindern können. Wer war das gewesen? War das der Professor? War das Amabel? Wer war das? Kapitel 2. Offenbarungen. Gut, wir waren also die ganze Zeit im ersten Kapitel. Und dies haben wir jetzt abgeschlossen. Hey, jo. Gut, jetzt würde ich gerne abspeichern. Ich vermute, dass jetzt der Moment kommt. Oh ja, das ist die Stelle, wo Philipp runtergefallen ist. Und wir schlüpfen jetzt in die Rolle von Amabel Swanson. Oh Gott. Entweder, wenn ich jetzt speichern kann, oder... Oh, verstehe. Amabel Swanson war wahrscheinlich da zur Brücke gerannt. Und dann hat sie gesehen, oh, sie ist zusammengebrochen. Philipp ist wahrscheinlich abgestürzt und... Jetzt bin ich hier. Ich erfriere, aber ich will sehen, was die, ob sie hier noch was sagt. Hä? Was ist hier passiert? Ich hoffe, Philipp geht es gut. Ja, wir sind jetzt Amabel Swanson. Amabel Swanson. Und nun sind wir hier. Parapapa. Sehr schön. Ich glaube, hier drin war eine Speicherbüchse, oder? Nein. Leuchtstab haben wir hier. Ein bisschen Schmerzmittel. Checker Checky. Oh Mann. Jetzt der Übergang. Und das heißt, die Szene, für die ich gesprochen habe, ist vielleicht gar nicht mal so fern. Und wenn das der Fall ist, dann ist es kürzer als gedacht, weil das ist jetzt, lass mich gerade rechnen, was ist Part 8, den ich aufnehme? Ja. Nicht, dass ich hier jetzt... Nee, ich will eigentlich nicht das Finale jetzt aufnehmen. Ich möchte jetzt eigentlich mal eine Pause machen, bitte. Hä? What the hell? Wo bin ich hier? Solange die unteren Korridore von Gas umgeben sind, kann ich da nicht runter. Vielleicht gibt es einen Weg, sie zu belüften. Lüften, hä? Weit draufpusten. Ich bräuchte erstmal was zum... Speichern, bitte. Die Tür ist auf dieser Seite verschlossen. Runterfallen wäre keine Option. Belüften muss ich sie. Ich würde erstmal meinen Raum lüften und auch meinen Kopf lüften, der ziemlich... Ah ne, von hier bin ich gekommen. Bitte auf. Klappe auf. Du darfst reden. Sie dürfen reden, meine Anwesenheit. Da geht's runter, aber da darf ich ja nicht runter. Ich ja Gas. Abgeschlossen. Ich muss aber da runter. Ich möchte mindestens warten, bis da irgendwie was gespeichert wird. Ah, da geht's durch. Ich weiß noch immer nicht, was mit Philipp passiert ist. Ist er am Leben? Werde ich ihn vielleicht nie wiedersehen? Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Bei der nächsten Gelegenheit versuche ich ihn zu kontaktieren. Er darf nicht tot sein. In dem Sinne, dem Tod. Verb, Adjektiv meine ich mit T. Er ist auch nicht tot. Er ist nicht tot. Kann ich dir vergewissern. Mhm. Hallo? Ein Aufzug. So viele neue Orte. Aber nirgends ein. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Ich gehe jetzt lieber hoch. Hoch hinaus. Aha, da haben wir die liebe Speicherbüchse. Was haben wir denn hier? Kann ich versteuern? Oh je. Was wir da steuern können, meine lieben Damen und Herren, sehen wir in der nächsten Ausgabe von Ein Mann enttäuscht und verletzt. Er versucht etwas zu bekommen. Ich glaube, ich kenne ihn. Er legt etwas auf den Boden und verschwindet. Wer ist er? Gute Frage, gute Frage. Darauf weiß ich im Moment keine Antwort. Was ist das? Ein Hebel. Ein Hebel. Was macht der Hebel? Hebedi, hubedi, hubeda. Also. Gut, also wie gesagt, was wir hier steuern können. Nein, das sehen wir uns auch in der nächsten Part von Penumbra Twilight of the Arcade. Heute ein ziemlich langer Part, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Also, ihr habt euch drüber gefreut, den zu sehen. Achso, hier kann ich das Gas abstellen wahrscheinlich. Ja. Und ja, ich denke, wir nähern uns dem Ende des Spiels, weil wie gesagt, das mit Emma Swanson war der abschließende Teil. Ich gebe zu, ich habe mal mir den Schluss angeschaut, weil ich selbst einfach sehen wollte, bei verschiedenen Leuten, wie ihre Reaktion auf meine Synchronisation ist. Also, ich habe nur bis zu einer Stelle geschaut, wo wir auf Clemens treffen. Ja, das könnte hier sein. Damit, mehr vom Ende habe ich nicht gesehen. Okay? Da wollte ich mich natürlich nicht spoilern. Obwohl, dadurch, dass ich diese Sätze gesprochen habe, kann ich mir schon denken, was passiert, aber ja. Es nochmal zu sehen, ist nochmal was anderes. Okay. Ja. Also, bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.